Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis wird noch heute die Kraft, wie manchen schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft steht die Spieler sind auf jedem Gegner, heißt er noch den Rängen. Mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Torwart angegangen. Und dadurch sind die Leute natürlich alle emotional hoch. Gelb-Rot. Wer jetzt Gelb-Rot bekommen? Der Stürmer, oder? Der Große, der jetzt kommt, hat, glaube ich, Gelb-Rot bekommen. Dankeschön. Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen dafür, dass ich draußen etwas lauter geworden bin. Und es einige Zuschauer anscheinend ein bisschen aufgeregt hat, aber in einem großen Stadion wird man das nicht mitkriegen. Hier kriegt man das alles mit und muss sich dann noch ein paar Kommentare von hinten anhören. Es tut mir leid, weil ich da ein bisschen. Aber ich habe kein Wort gegen den Wolfratshausener Spieler gesagt und habe mich heute sehr mokiert über den
über den Schiedsrichter und wir waren mit der Leistung des Schiedsrichters halt überhaupt nicht einverstanden, weil eben meiner Meinung nach nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf der anderen Seite wahnsinnig oft falsch gelegen ist und egal ob das gelbe Kartenverteilung ist, ob das die rote Karte war, ob das die gelb-rote für euch war. Das hat mir aber auch nicht gefallen. Also habe ich kein Problem damit, ein Spiel zu verlieren. Aber wenn es auf Kosten vom Schiedsrichter geht, dann tut es mir echt weh und echt leid für meine Mannschaft. Ich habe mir die Szene gerade auf Video nochmal angeguckt. Also unser zweiter Spieler, der in der Situation dabei ist, spielt den Ball ganz klar. Der Spieler legt den Ball am Torwart vorbei, legt ihn zu weit vor. Unser Spieler spielt ihn diagonal weit weg. Der Torwart berührt den Spieler noch nicht mal, bringt ihn sicherlich aus dem Gleichgewicht oder zum Hüpfer. Und er legt sie halt hin und das ist auch völlig legitim von dem Spieler, aber leider ist das kein Elfmeter, keine rote Karte. Und wenn das ein Spiel entscheidet mit einem abgefälschten Freischuss danach, dann ist es einfach sehr schade. Bis dahin haben wir eigentlich eine sehr starke Gachinger Mannschaft gesehen. Wir haben das Spiel kontrolliert, die ersten 30 Minuten. Und es kamen hüben wie drüben keine besonderen Torchancen raus, außer, und da waren wir die 10 Minuten vor der roten Karte, sind wir leider ein bisschen ins Schwimmen geraten, aber nur durch Standardsituationen, und das wussten wir, dass sowohl Einwürfe als auch Eckbälle als auch Freistöße wahnsinnig gefährlich sind. Und sonst habe ich nicht viel gesehen vom Gegner. Dass du danach ein Problem hast bei der Hitze, mit 10 Mann in das Spiel zurückzukommen, sehe ich auch. Ist halt schade. Aber wir sind dann leider am Schluss nicht dafür belohnt worden, dass wir noch ein, zwei Chancen rausgespielt haben. Der Gegner hat sicherlich im Konter einige Möglichkeiten gehabt, das zweite zu erzielen. Es ist halt gegen 10 Mann so, aber ich denke, wir haben stark gekämpft zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch den Ausgleich am Schluss verdient gehabt. Aber leider ist es nicht so. Ich wünsche dem PC der Kurt-Pasthaus und viel Glück für die weitere Saison. Ja, grundsätzlich Schiedsrichterleistungen, lassen wir mal dahingestellt. Wir haben das in Leistung erlebt, da war ein ähnlicher Vorfall. Ja. Es ist halt mal so, dass drei Pfeifenmänner da sind, die das Spiel leiten müssen. Und mal besser, mal schlechter. Ich denke mal, das wird in der Saison für jede Mannschaft ausreichen. Das Zweite ist einfach, dass wir halt gewusst haben, dass Gerlinger eine sehr spielstarke Mannschaft ist. Und das hat sich ja die ersten 30 Minuten bewahrheitet, so wie wir das analysiert haben für uns selber. Trotz alledem, muss ich sagen, hat meine Mannschaft über 90 Minuten kaum einen Torschuss zulassen für den Gegner. Und ich muss auch sagen, die Woche für uns, die ist eigentlich recht positiv verlaufen. Ja, wir haben 7 Punkte gemacht. Wenn mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Wollen vielleicht sogar alleine gemacht, wenn man in Reisding der Standardsituation nicht dann ausbekommt. Aber grundsätzlich bin ich mit der Mannschaft sehr zufrieden. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, in den ersten 30 Minuten, der Florian De Prato ist ja noch nicht ganz unbekannt, er hat ziemlich tief stehen zwar, aber hat da sehr, sehr viel Freiheiten gehabt und hat viel Schalten und Walten können. Hat ein bisschen seine Wege nach vorn gefunden. Hätte man ja nicht ein bisschen besser unter Druck setzen können, Schrägstrich müssen. Ja, mit Schrägstrich kann ich auch nichts anfangen, weil die sind immer mit Laufen verbunden. Ja. Ich glaube, die Breite kennen halt jeder Spieler anders. Der spielt die Bühne ein bisschen weiter vorne und da hat der Daniel wahrscheinlich eine sehr gute Idee gehabt, dass er den dann nach hinten ein bisschen stellt. Ja, ist halt so, war halt so. Und, natürlich haben wir da unsere Probleme gehabt. Man sieht, dass der Kammer Fehler gemacht hat, die Breite. Ja, ist ein guter Fußballer. Wir kennen ihn ja, aber mir gefällt er doch weiter vorne ein bisschen besser. Daniel, ich hätte ja eine Frage. Der Schiedsrichter war nicht das Einzige, glaube ich, was ihn in der zweiten Halbzeit ein bisschen in Rage gebracht hat. Das andere war die Art und Weise, wie ihr zum Ausgleich hättet kommen sollen wollen. Soweit ich das mitbekommen habe, hättest du ganz gern Hoher am Spieler auf dem Dennis Niebauer gehabt und die sind A nicht gekommen und B, wenn sie mal kamen, nicht so weiter ausgespielt worden, wie es gern gehabt hätte. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, bitte. Ja, es war ein bisschen schade. Wir haben gerade in der Trinkpause besprochen, noch was
Der Gegner ist in der zweiten Halbzeit schon mehr bei uns draufgegangen, wo wir in Unterzahl waren. Und bis zur Trinkpause war es halt einfach so, dass wir da nicht gut den Druck halt hinten lösen konnten. Und dann haben wir halt da kurz besprochen, dass wir versuchen, ab jetzt alles, ob du hier 2-0 verlierst oder 3-0, ist auch egal. Wir hatten 20 Minuten am Schluss die Möglichkeit, das Ding noch zu biegen. Und ich wollte halt einfach einen Außen anspielen und dann einen vernünftigen Ball auf Dennis seinen Kopf, weil er selber immer gesagt hat, meine Gegner sind da Kopfballschwächer als ich und da haben wir einen Vorteil. Dann habe ich halt einen äußerst schnellen Stürmer reingebracht, der halt dann auf die Ablagen halt direkt auch gehen sollte. Und dann haben meine Spieler halt hin und wieder sich für eine andere Variante entschieden. Das ist halt dann schade, da muss man halt dann vehement kommentieren von draußen und ja, müssen wir besprechen, dass es doch besser umgesetzt wird beim nächsten Mal.